Und weil wir schon massiv im Verzug sind, wie soll es anders sein, gleite ich direkt weiter an einen euch wohlbekannten Redner aus Dresden, nämlich Fidel Castro. Begrüßt ihn mit mir. Die Montagsdemonstranten werden ihn schon kennen und die restlichen Sachsen lernen ihn jetzt kennen. Herzlichen Applaus für Fidel Castro. Seid gegrüßt, liebe Freunde der Freiheit, liebe Freiheitsliebende. Jetzt muss ich erst mal sagen, ich bin zwar Dresden, aber ich komme aus Monnen. Ich hoffe, das hört man. Also ich bin Kurpfälzer oder auch Nordbadener. Ich glaube, es war 1848, als die Badener ordentlich auf die Pauke gehauen haben. Und ich sage euch, wenn sich die Sachsen und die Badener verbünden, dann geht hier die Post ab! Ich wurde von Markus verdonnert, erstens über Freiheit zu sprechen und nicht über Politik. Und zum Zweiten mich kurz zu halten, das werde ich auch tun, weil der Markus ist unser Maximo-Leader. Mein Spitzname oder den Namen, den ich mir selber gegeben habe, ist Fidel Castro, nicht zu verwechseln mit dem Kubaner, der inzwischen von uns gegangen ist. Mein richtiger Name ist Gregor Schäfer. Das möge sich auch die Polizei aufschreiben und auch die Antifa, damit ihr das nicht vergesst, weil ich mache jetzt Gebrauch von meinem Recht auf freie Meinungsäußerung. Und das tue ich erstmal, indem ich nicht unseren, sondern den sächsischen Ministerpräsidenten grüße, und zwar den rückgratlosen Bückling Michael Kretschmer. Ich sage euch, nicht nur heute ist ein Freedom Day, also ein Tag der Freiheit, sondern jeder Tag ist ein Tag der Freiheit. Wir müssen sie uns nur nehmen. Wir brauchen weder eine Regierung noch sonst irgendjemanden, um uns unsere Freiheit zu nehmen. Wir sind freigeboren mit allen Rechten, und zwar alle Menschen überall auf der Welt. Ich muss mal gucken, ich habe ja einen Spruch aufgeschrieben, den ich lieber zitieren will, damit er richtig rüberkommt. Aber ihr kennt den Autor bestimmt, vielleicht nicht dem Namen nach. Er hieß Ignazio Silone, deutet auf einen Italiener hin. Aus Italien kam nicht nur Gutes, da kam auch der Mussolini her, der den Faschismus geprägt hat. Und so wird also dem Ignazio Silone, und zwar fälschlicherweise, folgendes Zitat untergeschoben. Es stimmt also nicht, es ist nicht belegt. Wenn der Faschismus wiederkehrt, dann wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, setz eine Maske auf. Ihr wisst natürlich, was das richtige Ende ist. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und heute haben sich ein paar vermeintliche, mögliche selbsternannte Antifaschisten unserer Demo in den Weg gesetzt. Und ganz souverän haben unsere Ordner eine Ausweichroute gewählt, weil wir respektieren das Versammlungsrecht, die Versammlungsfreiheit, im Gegensatz zu den schwarz vermummten Fuzzis, die eigentlich schon im Bettchen sein müssten, weil das Sandbettchen schon rum ist. So, also, um das kurz zu machen, ich kann ja montags mich immer austoben. Das Zitat von Ignazio Silone, der eigentlich geboren wurde als Secondino Tranquilli. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das Zitat lautet wie folgt. Man kann in einem diktatorisch regierten Land leben und dennoch frei sein, unter der Bedingung, man muss die Diktatur bekämpfen. Der Mensch mit seinem eigenen Kopf, der mit seinem eigenen Kopf denkt und dessen Herz unbestechlich bleibt, ist frei. Der Mensch, der für das kämpft, was er für richtig hält, ist frei! Ich rufe euch also auf, jeden Tag zum Freedom Day zu machen und diese unsägliche, unfähige Staatsregierung unter dem rückgratlosen Bückling
Michael Kretschmer zu Fall zu bringen. Ich danke euch. Vielen Dank, Fidel. Das ist eine Rede nach meinem Geschmack. Und ich sehe, euch hat sie auch gefallen. Ich kann Ihnen nur zustimmen zu 100%. Danke, Fidel Castro. Und ich spreche deinen Spitznamen natürlich bewusst immer weiterhin falsch aus. So. Ich spreche deinen Spitznamen bewusst weiterhin falsch aus. Er verzeiht mir. Okay, also folgendes.